Ich habe mir gedacht, 5 Kilometer exakt in diese Richtung hier zu laufen. Genau, ich habe hier über die Komoot-App eine Richtung geplant. Genau, und hier sieht man die geplante Angabe von 5,03 Kilometer. Diese Schiene brauche ich für den Alltag zwar nicht mehr, aber für diese Challenge wird die auf jeden Fall benötigt, weil mein Fuß immer noch zu kaputt dafür ist. Und genau. Und weil ich heute so leicht wie möglich mit Tagesrüstung unterwegs bin, werde ich heute im Müllsack schlafen. Weil mein Schlafsetup ist so schwer und passt nicht im Rucksack rein. Genau, deswegen werde ich heute im Müllsack schlafen und jetzt erstmal nach Richtung da lang laufen. Das wird so richtig geil sein. Hier sind überall, wie heißt das Ding? Donnergeräusche. Die werden mich belästigen, die auf den ganzen Weg durch. Prüfen, ob ich später Starkregen bekomme. Ich bin ganz gespannt drauf, ob ich heute mit meinem Müllsack überlebe. Ich weiß zwar nicht warum, aber ganz plötzlich ist hier extrem dunkel geworden. Ein Sturm zieht auf und der Wald ist dunkel. Und ich sehe jetzt gerade, dass hier vorne Gebüsch ist, die vielleicht ganz viele Zecken haben. Und guck mal hier, ich laufe seit 11,5 Jahren das ganze Jahr über in kurzer Hose rum. Egal wie warm oder kalt es ist. Ich laufe immer in kurzer Hose rum. Das heißt, prüfen, wie viele Spuren meine Beine bekommen, nachdem ich diese Tour hier durchgelaufen habe. Das hat hier bestimmt ganz viele Zecken und sowas. Also das heißt, ich muss hier jetzt mit meinem nackten Bein durchlaufen. Das ist ganz wichtig. Jawohl. Das wird richtig geil sein. Hier vorne ist ein Baumstamm. Der ist im Weg. Ich muss hier rüberklettern. Also nicht klettern, sondern genau, ich habe nur ein Bein rüber gemacht. Ah, da sieht man, dass ich ganz kurz pinkeln gegangen bin. Oh scheiße, jetzt fängt es an hier zu regnen unter diesen ganzen Donner. Das ist voll scheiße. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich höre das, dass hier langsam Regentropfen kommen. Oh ja, ich wurde jetzt gerade genesselt hier vorne. Das ist geil. Prüfen, wie viele Brennnessel und sowas kommen. Und hier vorne ist ganz viel diese Scheiße. Diese Stacheln müssen weg. So, es fängt jetzt gerade an zu regnen und ich habe mir jetzt gerade Schutz unter diesen Baum hier gesucht. Unter genau diesen hier, weil hier ist Schutz drunter. Und ich habe jetzt gerade hier meinen Müllsack aufgebaut, damit ich mich, solange der Regen noch da ist, mich auf diesen Müllsack draufsetzen kann und chillen kann, bis der Regen weg ist. Genau, das mache ich jetzt. Und es fängt jetzt gerade an, noch mehr zu regnen. Das ist voll scheiße. Der Regen muss weg. Ich bin jetzt gerade mit der Kamera ein bisschen zu spät, aber genau in diesem Moment, wo dieser Blitz eingeschlagen hat, eben gerade, kam sofort der Donner. Das heißt, dieser Gewitter ist direkt über mir. Prüfen, wann er weggeht. Es regnet hier die ganze Zeit. Ich bin schon, glaube ich, seit einer halben Stunde hier und so ein paar Tropfen bekomme ich ab. Aber ich muss sagen, dass dieser Baum ganz gut ist. Keine Ahnung, das ist ein Weihnachtsbaum, glaube ich. Also ohne dieses Geschmücke, aber genau dieser Baum, der für Weihnachtsbäume geeignet ist. Es regnet hier die ganze Zeit, schon über 1,5 Stunden oder so. Und das will nicht aufhören. Und deswegen, wenn das nicht gleich aufhört, dann werde ich mich genau hier hinlegen. Und genau hier im Müllsack schlafen. Genau, das werde ich gleich machen. Weil dieser Baum hier vorne, der ist voll cool. Der bietet Schutz und deswegen werde ich genau hier im Müllsack schlafen. Guten Morgen, ich bin wach, ich habe im Müllsack geschlafen. Es klappte gut. Es war zwar ein bisschen frisch und ein bisschen feucht, aber ich muss sagen, es hat gut geklappt. Es war richtig geil gewesen. Ich habe sogar noch nicht mal gefroren. Also ich muss sagen, wenn man kein Schlafsetup dabei hat, dann sind Müllsäcke so richtig geil. Also zumindest, wenn das Wetter nicht zu kalt und zu feucht ist. Dann sind die so richtig zu empfehlen. Das sind, keine Ahnung wie viele Liter Müllsäcke, aber es sind Schwerlastmüllsäcke. Die kann ich richtig geil empfehlen dafür. Und genau. Ich habe genau hier gepennt. Das ist mein Schlafplatz gewesen für heute. Das sieht voll cool aus. Und das riecht hier so schön. Nach Natur und so. Hier sind überall diese, wie heißen die Pflanzen nochmal? Keine Ahnung, wie die Pflanzen heißen. Aber hier muss ich durch.
Guck mal, hier vorne sind Wildschweinspuren. Ich bin sehr gespannt drauf, ob ich gleich von denen überfallen werde, von den Wildschweinen. Aber ich muss hier durch. Ich bin ganz gespannt drauf, wie viele Zecken ich später bekomme. Weil ich bekomme immer sehr viele Zecken. Die nerven mich. So sieht dieser Weg aus. Folge der Karte für 3,9 Kilometer. Hier vorne ist ein Vollfettameisennest. Hier ist noch so ein verfettigter Hügel mit ganz viel Waldameisen dran. Dieser Hügel mit ganz viel Waldameisen dran, der ist noch viel mehr fett. Der ist viel fetter als alle anderen Hügel, die ich bisher gesehen habe. Also zumindest hier in diesem Gebiet. Also ich habe schon mal was noch viel fettigeres gesehen, aber der hier ist verfettigter als die ganzen Hügel, die ich hier gesehen habe. So, ich habe gerade... Ja, ich habe ein bisschen Spinnennetz bekommen auf mein Gesicht. Ich habe gerade meine Pullover ausgezogen. Genau, ich habe zwei Stück angehabt. Also zwei Billigpullovers. Genau, weil das schön warm ist. Das ist warm geworden, das ist geil. Ich liebe es, wenn es warm ist. Es kann nie wärmer genug werden. Ich muss hier rüberspringen. Jawohl, da vorne ist die Straße. Da muss ich gleich rüber. Das wird gleich so richtig geil sein, über die Straße rüber zu laufen. Jetzt kann ich über die Straße rüberlaufen. Aber hier vorne kommt direkt das nächste mit Dornbusch, glaube ich sogar. Das ist voll scheiße. Da sind überall Dorn und so. Die nerven mich. Weiter geht's doch Richtung Tal lang. Bevor ich aber die Durchschlageübung weiter fortsetze, ist mir gerade eine ganz miese Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, ich habe eine Zecke direkt auf meiner Eichel drauf. Und ich habe jetzt gerade hier eine Zeckenzange oder eine Pinzette. Und das wird jetzt so richtig unangenehm sein, den zu entfernen. Das wird bestimmt schmerzen, den rauszuziehen. Scheiße. Aber genau, ich werde den jetzt rausziehen. Also ich kann das nicht zeigen, weil sonst kommt Strike. Aber ich werde das jetzt rausziehen. War das unangenehm. Und Leute, mir ist gerade noch eine weitere Zecke direkt an meinen Sack dran aufgefallen. Das wird auch wieder unangenehm, den rauszuziehen. Aber Sack finde ich nicht so extrem schlimm wie Eichel. Jawohl, ich habe die Zecke raus. So, ich habe gerade beide Zecken entfernt, sowohl aus dem Hodensack als auch aus meiner Eichel. Und der aus der Eichel, das war so richtig unangenehm gewesen, das rauszuziehen. Aber bei der Eichel ist der Kopf noch drin geblieben, glaube ich. Also da ist so ein kleiner schwarzer Punkt, das ist voll scheiße. Ich habe nicht gedreht, ich habe gezogen, wie man es macht und ausgerechnet da ist der Kopf noch drin. Den kriege ich gar nicht raus. Ich muss das beobachten auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde mich jetzt nach weiteren Zecken durchsuchen und dann, wenn nichts da ist oder ich alles rausgezogen habe, dann setze ich die Durchschlageübung fort. So, ich habe hier an meinem Bein eine weitere Zecke gefunden. Jawohl, die ist draußen. Und hier am Bein habe ich auch eine Zecke gefunden. Und darauf, dass ich keine weiteren Zecken gefunden habe, werde ich jetzt die Durchschlageübung weiterhin fortsetzen. Aber dass ich so eine Zecke direkt auf der Eichel drauf hatte, das war so richtig unangenehm gewesen. Das war so richtig scheiße gewesen, das rauszuziehen. Und dieser Hügel fühlt sich auch voll unangenehm an. Ich nenne das ab sofort als natürliche Penisvergrößerung. Das hier, das sind Heideblüten. Das ist natürliches Antidepressivum. Der hier, der hat bestimmt schon ganz viel Scheiße in sein Leben gefressen. Da bin ich fest von überzeugt. Die machen sowas. Die machen sowas regelmäßig. Über diese Gleise, wo Dampflokomotive drüber fahren, muss ich jetzt rüber. Ja genau, da drüben fährt der. Da drüben fährt diese Dampflok. Und ich muss hier über die Gleise rüber. Und dann hier runterlaufen. Oh Scheiße, ich bin so ein bisschen falsch abgebogen. Naja, ich muss noch Richtung da lang auf jeden Fall. Aber das ist so ein richtiger Miststück an Weg. Auf jeden Fall. Das ist richtig scheiße, hier durchzulaufen. Ja, so muss das sein. Und das ist so schlammig, dieser scheiß Boden. Der Boden muss weg. Aber gut, dass das hier kein Brennnesselbusch ist, sondern sowas. Mit anderen Blümchen dran. Ich muss den Fluss überquerung machen. So, ich habe gerade meine Schuhe ausgezogen und meine Hose so ein bisschen hochgekrempelt. Und jetzt laufe ich über diesen Fluss.
Jawohl. Die Flussüberquerung war erfolgreich und ich habe jetzt gerade meine Schiene und meine Schuhe wieder angezogen. Und jetzt schiebe ich weiterhin meinen Kopf durch den Wald durch. Ja, es ist schon wieder so ein Weg mit Schwierigkeit. Hier sind schon wieder so viele Pflanzen und sowas. Und der Boden ist voll feucht. Da sickern meine Schuhe so ein bisschen rein in den Boden. Das ist voll sumpfig hier. Guck mal, ich habe hier einen tödlichen Baum mit ganz vielen Pilzen dran gefunden. Der ist so richtig verpilzt. Guckt euch mal an, wie viele Pilze hier wachsen. Auf diesen tödlichen Baum hier. Wieso ist das hier abgezäunt? Ich verstehe das nicht. Das ist eine einfache Straße. Das heißt, ich muss hier rüberklettern. Das ist anstrengend. Scheiße, meine Kamera ist gerade verrutscht, glaube ich, aber ich bin da gerade rüber geklettert. Und dieser Zaun war so ein richtiger Miststück gewesen, weil guck mal hier, guck mal, was der mir verursacht hat. Hier ist ein Loch, der hat ein Loch hier verursacht. Das ist voll scheiße. Ich kann den hier nach der Tour wegschmeißen. Egal, aber Hauptsache, ich schließe das komplett ab. Ich bin ganz tief im Wald drin und befinde mich mitten in nirgendwo und ganz plötzlich habe ich hier zufällig ein Lost Place gefunden, so ein ganz kleines. Ich werde da jetzt reingehen, damit ich so ein bisschen Lost Place Content habe. Jawohl. Hier ist ein kleiner Raum mit, wie heißen die Dinger nochmal? Ja, genau. Diese Dinger. Paletten heißen die, genau. Und hier ist auch noch so ein Raum. Mit Sitzplätzen, Stühle und Bank. Und das war's auch schon. Viel größer ist dieser Lost Place überhaupt gar nicht. Ich mache zwischenzeitlich eine kleine Esspause, weil ich habe Appetit. Ich habe Hungergefühle. Essen ist geil, Natur. Definitiv. Ich habe gerade mein Brot aufgegessen und jetzt Endspurt. Da drüben ist meine Linie. Genau. Noch ein paar hundert Meter und dann bin ich da. Genau, dann habe ich das abgeschlossen. Natürlich müssen die letzten paar hundert Meter genau so aussehen. Mit diesem ganzen Gebüsch und sowas. Das wächst hier überall. Die wilde Natur. Aber Natur ist immer voll cool, weil hier ist die Luft voll geil. Weil wenn das gegen das Gehirn klatscht, die Luft, also die Naturluft, dann kann man besser denken, habe ich festgestellt. Ich bin an mein Ziel angekommen, ich habe den Punkt erreicht und es sind mehr Kilometer als diese 5 geplanten Kilometer geworden. Und zwar insgesamt 6,57. Und das hier, das ist meine Linie hier. Diese Kilometer sind entstanden, weil man nicht zu 100% exakt auf der Linie laufen kann. Und wegen den ganzen Abweichungen und so und deswegen 6,57 Kilometer.